Hier spricht wieder Ustra live aus dem Wald und ihr seid zurück bei The Forest. Und das Boot hat zufälligerweise, nicht das Boot mit dem Soundtrack, sondern dieses Segelboot hat sich zufälligerweise dazu entschlossen. Okay, dann brennen wir es halt nicht nochmal an. Hier vor Anker zu gehen. Warum auch immer, und jetzt ist irgendwie gerade der Sonnenbär verschwunden und wir sind wieder mitten in der Nacht. Das haben wir im Moment ziemlich oft, dass wir des Nachts rumlaufen. Und die düsteren Wesen und die Haie um mich herum kreisen. Oh, hallo Vögelchen. Na, alles frisch. Was geht denn bei euch? Flugfähiges Futter. So, dann nehmen wir mal alles mit, was wir brauchen können. Also sprich alles. Und ich habe auch gesehen, dass es in diesem Update auf diesem Boot die Flare Gun gibt. Ja, du kannst sie ruhig mit zwei Händen halten, aber der coole Typ sollte das normalerweise mit einer Hand schaffen. Die Taschenlampe ist aus, das ist sehr gut. Den Spieler haben wir auch. Ich wüsste gerne, wie ich die Batterien benutzen kann. Oder wir sterben einfach auf dem Boot. Wir sind gleich zurück, nach dieser kurzen Unterbrechung. Da hat mich wohl der gefährliche Landhai zerrissen, aber wir sind wieder da und jetzt können wir nochmal auf das Boot gehen und eventuell gehe ich dann nicht auf das... Ach, es ist näher am Land, das ist gut. Vielleicht gehe ich dann nicht ins Inventar und eventuell schaffen wir das dann lebend, da wieder runter zu gehen. Diese seltenen, phänomenalen Landhaie. Daran ist dieses Boot wohl dahin gerafft worden. Und ich weiß immer noch nicht, wie zur Hölle ich... Oh, jetzt ist aber... Jetzt ist aber nicht nur dunkel, jetzt ist aber unangenehm. Wir können ruhig nach vorne laufen. Das ist, ich erlaube dir das. Ich bin der Captain von dem Schiff. Okay. Da mal keine Zeit verlieren. Und wieder an Land gehechtet. Ich wusste nicht, dass man unter Wasser sein kann. Das erste Mal, dass ich das jetzt sehe. Ich muss gleich nochmal ins Pausenmenü gehen, wenn ich wieder an Land bin. Weil wegen meiner Maus ist auch... Gut, dass im Pausenmenü ich auch schießen kann. Das ist auch schön, ja. Haben wir jetzt alle Unstimmig und Unfeinheiten beseitigt? Dankeschön. Taschenlampe geht immer noch nicht. Hier sind noch Pillen, meine. Wir brauchen noch ein bisschen was für unseren Blutdurst und für unseren Magen natürlich. Wir haben ja nichts zu essen. Aber ich weiß leider nicht, wie man... Oh, Tennisball wegwerfen. Schnell. Ich habe immer Angst, dass die wissen, was zu tun ist. Und sobald die mich mit dem Tennisball erwischen, werden die mich wahrscheinlich kalt machen wie den Rest meiner Kameraden. Oh, was ist denn da hinten? Das ist der Mond. Heute in Rot. Steine, Stöcke. Ah, ich habe noch Energieriegel. Ein Glück. Dann ist ja alles nicht so schlimm. Ich dachte, wir wären jetzt hier des Todes. Und ich habe auch gehört,
Man kann wohl alle man kann wohl alle Kannibalen dahin raffen. Wer macht hier Pferdegeräusche? Ich hoffe niemand. Okay, wie soll ich denn in den Fischen, wenn ich keine... Ich sehe doch gar nichts. Manu! Ich würde so gerne ein Fischchen fangen. Naja, egal. Erstmal weiter. Und wir können auch Joghurt leider noch nicht retten, weil wir ja, wie gesagt, im zweiten Teil der Insel nicht können. Daher haben wir im Moment nicht so viel zu tun. Außer hier halt rumlaufen. Eventuell können wir unser Haus fertigstellen. Oha, ruckel, ruckel. An der anderen Seite der kleinen Insel hier. Auch das ist natürlich nur... muss nicht sein, sagen wir mal so. Normalerweise lohnt sich das auch gar nicht. Und in 12 Tagen meiner Zeit jetzt gerade ist wieder der nächste Patch da. Und da kann ich schon überlegen, dass ich eh alles wieder von vorne machen muss. Von daher nicht ganz so wichtig, dass wir jetzt nochmal von vorne anfangen. Da leuchtet was. Kann ich das haben? Nein, das sind diese Lampen. Ja, warum kann ich die denn nicht mitnehmen, wenn die leuchten? Ist doch scheiße. Was war das? Da war gerade irgendein Symbol. Moment. Nein? Ich dachte, da wäre so ein Totenkopf-Symbol gewesen, links unten. Ne, das ist das Hungersymbol. Das kennen wir aber schon. Okay, was ist das für ein... Woher kommt der Wind? Dieses fiese Geräusch. Okay. Es kommt irgendwo hierher. Alles klar. Was ist das für ein fieses Geräusch? Keine Ahnung. War wohl alles nur Einbildung. Wo zur Hölle? Ich finde echt nichts. Ich mache jetzt erstmal Musik an, wisst ihr das? Yeah! Das gibt gute Laune. Yeah! Wirklich? Es hat so gut angefangen. Ich geh jetzt nochmal einen kleinen Energiesnack. Zack. Yeah! Der Regengott ist mir egal. Er ließ mir keine Wahl. Ich habe diese Musik angelassen. Ich weiß noch nicht warum. Doch ich kann es nicht fassen. Ich werde gleich wohl am Haus weiterbauen. Weil ich sonst keine anderen Möglichkeiten sehe. Außerdem sind alle Kannibalen wohl weg. Die verstecken sich. Der Regen ist schlecht. Eventuell. Ich bin der Reimemeister der Kannibaleninsel. Kommt alle her. Und singt alle mit. Ich habe keinen Bart und meine Beats sind der Hit. Oh ja. Herzlich eingeladen. Zu jeder Schandtat bereit. Den jungen Joghurt suche ich. Auch zu dieser Jahreszeit. Verdammt, es wird kalt. Meine Sicht, die gefriert. Doch es ist nicht die Fassung, die sich hier im Wald verliert. Das ist ein Vogel und nichts zu essen. Ich höre irgendwie ein Heulen. What the fuck is going on? Hallo? Warum habe ich hier diese komische Musik, die nicht zu meiner... andere Musik passt. Moment, oh, bitte.
Warum habe ich hier diese sehr traurige Melodie, bitte? Kann ich das gerne mal wissen? Das würde ich jetzt echt gerne mal wissen. Ach, da sind Gräber, glaube ich. Eine ganze Menge Gräber sogar. Oder? Entschuldigung. Entschuldigung, unsichtbare Wand. Oh, und was ist denn jetzt hier? Ohne Ende aufgereihte Köpfe, wa? So sieht das aus. Nö. Das sind hier nur normale... Weiß nicht, was das für Bären sind. Nicht die, nicht die guten. Hä, das ist doch nur ein ganz normaler See. Warum spielt sich hier diese Melodie ab? Ich raff das leider nicht. Ich würde es gerne wissen. Oder ist das die Joghurt hat sich jetzt doch endlich... ist jetzt doch endlich dahingerafft, Melodie. Ich weiß es nicht. Normalerweise dachte ich, dass die Musik nur umschlägt an Story oder relevanten Plätzen. Jetzt nicht so mitten in der Wildnis. Einfach so aus Spaß. Das wird ja auch, wie soll es mal keinen Sinn machen? Einfach nur aus Jux an der Freude, hier irgendeine Melodie einzuspielen. Jetzt bin ich auf einmal wieder hellhörig. Ich war zwar gerade gelassen. Ausgelassen, aber jetzt ist irgendwie mysteriöses Inselwetter angedacht. Ich hätte gerne irgendwie. Ich wünschte, meine Lampe mit funktionieren. Aber hier wird nur das blöde Feuerzeug. Ah, der Stock ist zwar nett, aber irgendwie ist es nicht das, was ich suche, glaube ich. Okay. Gut, dass das Feuerzeug auch unter Wasser funktioniert. Ich weiß, dass ich Hunger habe, aber ich habe im Moment nichts zu essen gefunden. Huch. Naja, okay. Na, gucken wir mal, dass wir ein bisschen was zu essen kriegen. Ich finde hier nichts. Ich weiß nicht, warum die Melodie ist. Na gut, ist das halt so. Wenigstens konnte ich mal ein bisschen meine kreative Ader spielen lassen. Warum auch immer ich diese habe. Und warum auch immer die immer in Blödsinn ausartet. Jedes Mal, wenn ich den LP anmache, denke ich in dem Kopf, Bildungsauftrag. Und jedes Mal kommt nur Scheiße dabei raus. Ach, jetzt kommen sie. Jetzt muss ich nichts zu fressen. Ach, das sind die guten Bären. Perfekt. Das ist ja nochmal gut gegangen. Ich hätte gerne mal einen Holzhammer, dankeschön. Die Typen sind ja wahrscheinlich irgendwo an mir vorbeigelaufen. So viele von denen gibt es ja auch gar nicht mehr. Hallo. Ja, geht immer da lang. Ich gehe mal hier lang. Ich werde gleich eh vermöbelt von denen. So wie es aussieht. Ich hätte gern was zu essen. Was ist denn mit dir? Hör auf, den Soundboard zu spielen, wenn ich dich verprügel. Ja, spuck mal ein bisschen Blut. Irgendwann haben es alle hinter sich, ne? So ist das halt. War ich hier jetzt schon mal? Ist das jetzt der Ort, wo ich mein Haus gebaut habe oder nicht? Ja, ist er. Da hinten ist doch die Silhouette von der Hütte. So, ich hätte gerne irgendwas zu essen. Einen Hasen oder irgendwas Schwimmiges, irgendwas Fischiges. Mir völlig egal, aber mir geht langsam die Ausdauer flöten. Obwohl, dafür habe ich noch Energy Drinks, ein Glück. Hier sind nochmal so Warntotems von denen. Sehr gut, sehr schön, sehr, ne? Oh mein Gott, endlich irgendwas Bieriges. Mir egal, was ich esse, Hauptsache es bringt was. Hauptsache es geht in den Magen. Hiermit sind wir auch fast fertig mit der Blockhütte, aber... es ist so anstrengend.
Ich würde gerne so einen kleinen Varan oder so essen. Außerdem mache ich mal hier hinten Licht an. Das sollte ein bisschen mehr bringen als mein komisches Feuerzeug. Nein, das ist nur ein Baumstamm, das ist kein Varan. Verdammt! Ich wüsste so. Wofür sind die Federn eigentlich gut? Ich kann ja leider keinen Pfeil und Bogen bauen, sonst wüsste ich irgendwas damit anzufangen. Huch, ich bin leicht schlammig. Und es ist leicht wieder Sommer, das ist und vor allen Dingen hell, das ist noch wichtiger. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal versuchen, uns irgendwas zu essen klar zu machen. Aber dieses trostlose, verdammte Scheiß-Dreckswetter will mir nicht. Dieser See ist so unbrauchbar, da ist nicht ein Fisch drin. Ich habe alle Angst vor den. Von dem, was auf der anderen Seite liegt. Was viel imposanter aussieht als das, was auf dieser Hälfte der Insel passiert. Ich frage mich, ob dann der Schwierigkeitsgrad auf der anderen Seite noch höher sein wird. Nach dem nächsten paar Patches wird das dann hoffentlich auch aufgehen. Und kann man dann hoffentlich auch den Jungen dann retten oder weiß ich nicht was. Weil im Moment ist es ja einfach nur ein kleines Survival-Simulation mit Kannibalen. Ich hätte gerne was zu essen. Oh, 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 oh. Und ich weiß, mein LP ist immer doppelt so dunkel, wie das hinterher raus ist. Das liegt daran, weil ich meistens im Nachhinein den Gamma ein bisschen hochziehe, damit man überhaupt irgendwas erkennen kann. Das mache ich aber für mich fürs Spielen meistens nicht. Einfach weil ich gerne, durch die Dunkelheit streife und so wenig wie möglich erkenne, um mir den Schwierigkeitsgrad so hoch wie möglich zu machen. Auch weil es manchmal die schrecklichen, die gruseligen Momente rausnimmt. Hallo. Ja, ich weiß nicht, was ihr da macht, wieder Blutmagie oder sowas. Da ist wieder so ein bisschen Blut gespritzt bei den Typen. Kein Hase, kein Nix. Kein Futfut. Das kann doch nicht sein. Ich will was fressen. Einen kleinen Hasen, einen Varan, irgendwas. Komm schon. Im dicksten Dickicht. Müssten doch irgendwelche Viecher mal umherkreuchen. Irgendwie kein Glück, was diese Viecher angeht. Jeder hat Varan und so zuhauf. Nur der Ustra nicht. Der guckt immer in die Röhre. Was ist das? Ist ein See? Ich sehe nicht mal das Wasser. So dunkel ist das bei mir. Ich könnte tagelang umherirren und ich würde nichts finden. Ich will irgendwas, einen kleinen Varan. Lass mich da in Ruhe. Ich will was essen. Okay. Da kommt er angelaufen. Laufen wir weg. Oh, der Drecksack war ganz knapp hinter mir. Das reicht mir wirklich. Ich habe gesagt, nein. Nein heißt nein. Ich habe gesagt, ich habe Hunger. Und ich kann euch nicht essen. Also haltet einfach die Schnauze. So, spuck mal ein bisschen Blut. Du auch. Hau ab. So, schön die Brustwarzen trainieren. Kabär, tschüss. Du genauso. Hau ab. Ne, den Arm kann ich nicht essen, verdammt. Wie oft noch? Oh, ihr kotzt mich alle an, ihr blöden Eingeborenen. Was essen die? Ja gut, die essen mich. Wenn sie mich erwischen. Dumme Frage, Entschuldigung. So, jetzt bin ich wirklich am Rande des Aussterbens. Ich bin sehr bedroht gerade. Der letzte meiner... Er ist nicht ein Fisch im Wasser. Das ist unglaublich. Was für ein Drecksteich. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwelche Rüben. Sehr gut. Was weiß ich denn schon? Nicht ein Varan. Nicht ein Hase. Nicht ein irgendwas. Ich werde verhungern. Ich werde einfach verhungern. Na gut. Dann ist das halt so. Kann man nichts machen. Mein Leben schwindet. Und langsam ziehen die schönen Erinnerungen mit Joghurt an mir vorbei.
Ich erinnere mich noch, als er neben mir im Flugzeug saß. Und ich erinnere mich noch, als er von diesem Typen sehr geborgen in seinen Armen lag. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr erinnere ich mich gar nicht mit ihm. Ach, hier war unser erstes Lager. Ich erinnere mich auch daran. Aber ich erinnere mich daran, dass es hier mal was zu essen gab, verdammt. Ich war ein kleiner. Ich bin doch ein mini, super süßen Fitzelhasen essen. Ich würde auch Rinde essen, wenn es sein muss. Aber irgendwie ist nichts da. Nichts Essbares. Ich bin alleine, mir ist kalt, es regnet und ich habe nichts zu essen. Aber ich kann Pillen essen zur Not. Nam, nam, nam. Wenigstens, dass meine Gesundheit oben bleibt und gleich falle ich einfach in Ohnmacht. Überall sind... Ne, gibt's nicht. Also wie gesagt, das ist jetzt erstmal die letzte Folge von diesem Update. 003 sind wir, glaube ich, im Moment. Und ich melde mich dann wieder nach dem nächsten Update, weil ich finde, es im Moment hat es nicht so viel zu bieten. Wir haben uns jetzt das ganze Mal genug angeguckt, um uns ein Urteil zu... oder darüber zu machen über das Spiel. Das ist ein cooles Ding. Bietet halt im Moment nur zu wenig für mich, um das weiter fortzuführen. Freut euch also auf das nächste Update, dann seht ihr mehr von mir. Natürlich fühlt euch wie zu Hause und schaut natürlich in andere Projekte von mir rein. Das würde mich freuen. Lasst auch ein Däumchen hierfür da, dann weiß ich, dass sich das lohnt, dass ich das beim nächsten Mal hier wieder anfange. Und wünscht euch dann auch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt ordentlich was zu essen im Haus, damit es euch nicht so geht wie mir. Bis dahin. Ciao.